Matthias Brenner mein Name, ich bin Schauspieler, Theatermacher, ja, und ich bin im Wasser des Lebens, spiele ich den König Ansgar, und das mache ich richtig gern. Nein, ich kannte es nicht. Das ist ja auch ein bisschen, also ein Grimm, den ich wirklich nicht kannte. Das ist wirklich eine wunderschöne Geschichte, und ich glaube einfach, es hängt damit zusammen, aus den Sammlungen der Gebrüder Grimm ist das offensichtlich ein Konglomerat, was sie sich vorgenommen haben, also wo ein bisschen Dornröschen drin ist, ein bisschen die verzauberten Brüder und. Aber das ist, ich kannte es vorher nicht, finde es aber eine wunderschöne, sehr spannende, reichhaltige Geschichte. Eigentlich, mein Lieblingsmärchen sind zwei, das Soldat und das Feuerzeug und natürlich der kleine Muck. Ich erinnere mich eigentlich an jeden Tag recht, ja, das war natürlich sozusagen, ich bin ja ein Krankenkönig, wir hatten also recht viele Szenen im Bett. Es geht ja um die Rettung seines Lebens, des Vaters, um sich die beiden Brüder, der Böse und der Gute, bewerben. Und es war so enorm heiß in diesem Raum, in diesen Tagen, sodass die Maske zum Beispiel überhaupt keine Arbeit mehr hatte, was Schweiß betraf und so etwas. Das kann ich einfach sagen. Es war eine unglaublich lustvolle Arbeit mit den Kollegen, natürlich den Schauspielern, aber auch mit dem Regisseur, Kameramann. Es hat echt viel Spaß gemacht. Wir konnten freier finden, schöner finden, und vielleicht, das war eben komisch, wir haben mit dem Schluss begonnen, also mit der, wo es gut ausgeht, mit der Krönung des Falken und des richtigen Königs dann, und es war so ein herzhaft windiger Tag. Ja, daran kann ich mich sehr gut erinnern. Und mit so einem Schluss zu beginnen, also sich selbst Legenden legen zu müssen, was man dann noch drehen muss, also in den vorausgehenden Szenen. Und das war eine für mich Erfahrung, die ich ganz merkwürdig fand. Aber durch den Umgang mit Humor, mit Ingolf Lück oder auch mit dem Gustav Schmidt, war das einfach eine Giel-Offering. Und natürlich Marlene, war das eigentlich ein ganz lustvolles Abenteuer. Aber so, ich hatte keine negativen Erlebnisse, kann ich überhaupt nicht nennen.